Ich geh oft ins Gym, weil ich auch nicht so gern lese. Mein Hauptziel, die Muskelproteinsynthese. Gib mir hohe Spannung und einen Wachstumsfaktor an einem Rezeptor, dann heißt es mTOR. Glaub nicht, dass du gegen Ausdauer eine Chance hast. Mythos her, damit du die Tour de France packst. Mit vielen Kontraktionen und einem Energiemangel nimmt mein AMPK mTOR bald in die Mangel. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, wenn man als Sportwissenschaftler bei so einem Science Slam dabei ist, dann haben die Leute so die Erwartung, dass ich euch jetzt Sachen sage, die ihr nicht hören wollt. Weil es ja irgendwie mit Sport zu tun hat, deswegen sage ich einfach, machen wir das direkt vorneweg. Sport und Bewegung ist gut für euch. So, jetzt haben wir es gesagt. Aber das Gute ist, das, was ihr für eure Gesundheit im Grunde tun könnt, ist gar nicht so viel. Wenn wir da mal schauen, was die Weltgesundheitsorganisation so empfiehlt, dann sind das im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist im Ausdauerbereich, Ausdauertraining, so 150 bis 300 Minuten insgesamt, nicht am Tag, geht auch, aber in der Woche verteilt. Und das wird kombiniert mit Krafttraining, das sollte so zweimal in der Woche stattfinden. Und ich weiß selber, das ist nicht immer leicht, das so gut irgendwie zu kombinieren. Und das weiß ich, das wisst ihr mit Sicherheit auch, aber das weiß auch die Protagonistin des heutigen Slams, und zwar Debbie. Debbie ist Sportwissenschaftlerin, leidenschaftliche Handballspielerin und deprimiert. Warum ist Debbie so deprimiert? Naja, die Debbie hat vor kurzem in ihrem Handballverein zwei Mannschaften übernommen, die sie trainiert. Eine Jugendmannschaft und eine Bundesligamannschaft. Und jetzt soll sie die ersten Trainingspläne erstellen. Und das ist nicht so ganz so einfach, weil beim Handball braucht man eben, wie bei anderen Spielsportarten auch, Kraft und man braucht Ausdauer. Aber wie soll man das perfekt in den Plan integrieren? Das Gute ist, dass Debbie bei mir ein Seminar hat. Ich habe zu Debbie gesagt, Debbie, gar kein Problem. Ich kann dir das in einer Folie erklären. Mehr Folien sind es nicht. Und zwar holen wir uns da etwas Inspiration aus der Biologie. Und zwar muss man hier, ja, das war auch Debbies erste Reaktion, ach du Scheiße. Aber wenn man sich das anguckt, ist es eigentlich ganz einfach. Man muss nämlich wissen, wie wird Training überhaupt umgesetzt auf der Zellebene. Und das ist beim Ausdauertraining eben, dass es vor allen Dingen um viele Kontraktionen geht. Das Ergebnis ist, dass wir Zellkraftwerke bauen, also Mitochondrien, sogenannte Mitos. Und bei der Kraft, da sind es etwas andere Reize, zum Beispiel hohe Spannung, dass ich den Muskel mal richtig anflexe, und das Ergebnis ist dann, dass ich eben mehr Proteine baue, also zum Beispiel einen hohen Muskelquerschnitt bekomme. Also das sind so im Wesentlichen die Reize, und das besonders spannend wird es dann eben, wie diese miteinander interagieren. Aber Debbie, die hatte schon Biologie in der Schule, fand sie schon nicht so toll, als sie jetzt diese ganzen Buchstaben sieht und so, da geht bei ihr der Kopf einfach zu und da macht sie das, was ja, man vielleicht auch immer so machen würde, sie versucht sich erstmal ein bisschen zu entspannen. Und wie sie sich so entspannt, da wird sie auch ein bisschen müde und dann schläft sie ein. Und Debbie schläft ein und hat in der Folge einen ziemlich kuriosen Traum. Und in diesem kuriosen Traum, da steht Debbie auf einer Straße und auf dieser Straße findet sie ein Schild, wo zu einem Rap-Battle eingeladen wird. Und ich kann euch sagen, dieses Rap-Battle, erstens findet es genau hier statt, im Gebäude 9, komischerweise. Und du warst dabei. Und du warst dabei. Und du warst auch dabei. Aber es ist nicht irgendein Battle, sondern es ist ungefähr das epischste Battle, was die ganze Sportwissenschaft kennt. Und zwar ist es das Battle zwischen Kraft und Ausdauer. Gib mir den Beat. Ich gehe oft ins Gym, weil ich auch nicht so gern lese. Mein Hauptziel, die Muskelproteinsynthese. Gib mir hohe Spannung und einen Wachstumsfaktor an einem Rezeptor, dann heißt es mTOR. Glaub nicht, dass du gegen Ausdauer eine Chance hast. Mythos her, damit du die Tour de France packst. Mit vielen Kontraktionen und einem Energiemangel nimmt mein AMPK mTOR bald in die Mangel. Sonst hol ich die AKT, dann heißt es keine Gnade. Leider schade, ich feier das bei Wein und Gelage. Wein und Gelage mit Akt, ich kann noch länger und das ist ein Fakt. Ich zeig dir live und hier im Battle-Turnier, wie Fox so dir Proteine zerhackt. Hör gut zu, du kleiner Wicht, die Moral von der Geschichte. Ich bin das Gesicht, was die Kraftreize durchbricht.
Vielen herzlichen Dank. Und als Debbie dann aus ihrem kuriosen Traum erwacht, da hat sie es gecheckt. Erstens, die Ausdauer hat natürlich gewonnen. Und was sie gelernt hat, ist, dass in der Summe es so ist, dass auf Zellebene die Ausdauertrainingsreize das Krafttraining irgendwie einschränken können. Man spricht ja auch vom sogenannten Interferenzeffekt, das heißt, Ausdauer blockiert die Kraft. Das ist aber erstmal so ein theoretisches Modell. Jetzt möchte Debbie erstmal wissen, ist das auch in der Praxis irgendwie relevant? Guckt auch in die entsprechende Literatur. Und das, was wir am Literatur so kennen, sind sogenannte Meta-Analysen. Das sind ganz tolle Studien, die fassen Studien zusammen und bilden dann so eine Gesamtmeinung. Das Problem ist, die beiden Studien, die sie rausgesucht hat, die eine sagt, ach, das hat eigentlich nicht so einen richtig großen einschränkenden Effekt. Die andere Studie sagt, doch, das hat sehr wohl einen Effekt und man muss da sehr groß drauf aufpassen. Das liegt unter anderem daran, dass diese Studien unterschiedlich im Design waren und unterschiedliche Studien eingeschlossen haben. Ja, Debbie ist einigermaßen verwirrt und denkt sich, ja, das kann jetzt irgendwie noch nicht alles sein. Zumal auch gerade für ihren persönlichen Bereich, sie will ja einen Trainingsplan im Spielsport machen, dazu gibt es bisher noch nichts. Und dann hat sie gedacht, okay, ich habe beim Quidman noch ein Seminar, da muss ich eine Hausarbeit schreiben. Das ist meine Chance. Dann mache ich das einfach selber, dann nehme ich einfach als die Hausarbeit diese Möglichkeit, das Ganze zu mir anzuschauen und so eine systematische Literaturrecherche, das klingt richtig gut, bis ihr dann merkt, wie viel Schreibtischarbeit das ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr sucht euch Suchbegriffe raus, ihr geht in Datenbanken rein und dann wird sie erschlagen von über 1000 Artikeln, die sie findet. Und die muss sie jetzt alle aussortieren, sind da auch wirklich Spielsportarten drin und so weiter. Und letztendlich, wie viele Artikel bleiben übrig? Gerade mal 24. So. Glücklicherweise 12 davon im Jugendbereich, 12 davon im Erwachsenenbereich, also alles top. Und die Debbie hat das so gut gemacht und ist so stolz auf ihre Arbeit, dass das sogar, und das ist super, super selten, das ist wirklich eine absolut tolle Sache, das Ganze international veröffentlichen konnte. Das ist wäre jetzt sowas wie, wow, könntet ihr jetzt sagen. Wow. Ah, okay, sehr gut. So, und das Tolle ist, dass ich euch jetzt von diesen mittlerweile schon publizierten Sachen erzählen kann. Was hat sie da herausgefunden? Erstens konnte sie zeigen, dass diese kombinierte Kraft- und Ausdauertrainingsmethode durchaus im Teamsport wichtig ist. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Kraft und Ausdauer ist da relevant. Aber sie hat auch herausgestellt, dass man bestimmte Sachen beachten sollte. Das ist zum einen die Pausenzeit. Das heißt, wenn ich viele Stunden jetzt zwischen den Trainings habe oder im Bestfall, ich habe an dem einen Tag ein Ausdauertraining, an dem anderen Tag das Krafttraining, da ist der Einschränkungseffekt nicht so groß. Wenn die direkt hintereinander kommen, nicht so günstig. Jetzt kann es aber sein, man muss direkt hintereinander trainieren, dann ist die Reihenfolge auch entsprechend wichtig. Das heißt, dann wird relevant, wie man, was man nach vorne stellt. Das heißt, wenn ich das Ausdauertraining nach vorne stelle, habe ich vielleicht größere Einschränkungen, als wenn ich es umdrehe. Es kommt aber darauf an, was ist mir in dem Fall wichtiger. Und was man auch weiß, die Art des Ausdauertrainings spielt auch eine Rolle. Ich bin heute zweimal Rad gefahren und ich bin zweimal komplett nass geworden. Das heißt, die logische Konsequenz wäre, nach dem Science Slam heute ein Oberkörperkrafttraining zu machen. Ja, also dass man eben genau das, was man im Ausdauertraining benutzt, eben nicht im Krafttraining benutzt. So zumindest die Idee. Auch noch sehr spannend ist, dass es auch davon abhängig ist, wie alt sind die Leute und in welchem Bereich sind die unterwegs. Das heißt, bei jugendlichen Leuten oder bei Leuten, die im Freizeitbereich unterwegs sind, die nicht so hochklassig Handball spielen, da macht das nicht so großen Unterschied. Das heißt, da kann man das ruhig kombiniert trainieren. Im Elitebereich für ihr Bundesliga-Team, da sollte sie das schon anpassen. Und das Tolle ist, dass natürlich, es gibt immer ein Happy End bei Science Slams, dass Debbie jetzt genau weiß, wie kann sie ihren Plan aufstellen. Das heißt, sie weiß im Jugendbereich, da kann sie das durchaus mal mischen. Und im Bundesliga-Team, da guckt sie eben genau, was ist ihr wichtiger und das setzt sie nach vorne. Jetzt gibt es aber bestimmt Leute, die sagen so, pff, ja und, Handball, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Gebiet. Aber ihr könnt mit Sicherheit auch mitnehmen, dass, wenn ihr das kombinieren wollt, es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr das an einem Tag wechseln könnt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Tag Ausdauer, einen Tag Kraft macht, ist super. Jetzt gibt es vielleicht noch so eine Handvoll Leute, die sagen, ja, aber was ist, wenn ich jeden Tag trainiere? Ja, die können dann gleich nochmal kurz zu mir kommen. Das ist natürlich die beeindruckende Mehrheit hier im Raum. Die können dann vielleicht nochmal gucken, dass sie es etwas besser steuern und das nach vorne packen, was ihnen wichtiger ist. Das Schöne ist, es gibt zwei Sachen. Erstens, ihr könnt das
dieses Thema, wenn euch das interessiert, noch weiter vertiefen, weil ich habe mit Debbie, die es wirklich gibt, ein Gespräch dazu geführt. Das würdet ihr unter dem QR-Code finden. Und vielleicht gibt es noch einen kurzen Applaus am Ende des Slams, auch für Debbie, die nämlich heute da ist. Verzeih mir die Entspannungsfolie an der Stelle. Und die letzten Worte, die letzten 30 Sekunden meines Slams gebühren Debbie. Bitteschön. Was würdest du den Leuten zum Thema Concurrent Training mitgeben wollen? Okay, also an die Trainerinnen und Trainer da draußen. Wenn ihr Ausdauer und Kraft gemeinsam organisieren möchtet in eurem Training, könnt ihr gerne machen. Schaut auf jeden Fall davor, je nachdem, was ihr priorisieren möchtet. Wollt ihr Kraft trainieren, stellt das an Anfang. Wollt ihr Ausdauer trainieren, stellt das an Anfang. Dann ist natürlich auch, je mehr Pause, desto besser. Also erstmal, wenn wir von einem Tag reden. Fazit, die generelle Gesamtermüdung vor allem aber auch in den Blick zu haben. Dankeschön. Thank you.